Die Auswirkungen des Coronavirus ziehen sich durch alle Bereiche des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens. Betroffen sind aber auch die Kreditinstitute. Für die Menschen ist es wichtig, weiterhin über ihr Geld verfügen zu können, Überweisungen tätigen zu können und Kontakte zu ihrer Hausbank zu haben. Wie man hier in Zwickau bei der Sparkasse Zwickau mit diesem Thema umgeht, haben wir heute einmal hinterfragt. In Zeiten von Corona ist natürlich auch einer der größten Finanzdienstleister unserer Stadt gefordert. Wir sind heute hier verabredet mit der Sparkasse Zwickau, mit Felix Angermann, dem Vorstandsvorsitzenden. Herr Angermann, was sind die besonderen Herausforderungen für die Sparkasse Zwickau? Wie gehen Sie damit um? Wie schützen Sie Ihre Mitarbeiter? Wie nehmen Sie die Kunden an die Hand? Ja, Frau Utzler, es sind in der Tat große Herausforderungen, die ja die gesamte Gesellschaft betreffen, aber natürlich auch unsere Mitarbeiter insbesondere, die ja im permanenten Kontakt mit dem Kunden stehen. Wir haben verschiedene Maßnahmen ergriffen und ich hoffe, liebe Kundinnen und Kunden, Sie haben Verständnis dafür, weil es wichtig ist, dass Sie sich schützen und dass wir uns schützen, einfach um unsere aller Gesundheit willen. Wir haben als Erstmaßnahme natürlich jedem Mitarbeiter versucht, Handschuhe zu geben. Wir haben versucht, Desinfektionsmittel beizubringen. Das sind Mittel, die ausgehen und auch schwer in der Nachbeschaffung sind. Insofern müssen wir sehr rücksichtsvoll miteinander umgehen. Wichtig ist es deswegen, vereinzelt einzutreten. Wir haben Maßnahmen getroffen, dass maximal so viele Kunden in die Geschäftsstelle können, wie viel wir Servicepoints und Selbstbedienungsgeräte haben. Und da bitte ich sehr um Verständnis, auch da darauf zu achten, den Abstand untereinander zu wahren, der einfach notwendig ist, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Wir haben unsere Mitarbeiter an den Service Points mit Plexiglasscheiben ausgestattet, einfach um auch da das Infektionsrisiko zu mindern. Es ist nie 100% ausgeschlossen, dessen sind wir uns bewusst, aber wir tun alles, um Kunden wie Mitarbeiter zu schützen. Ein weiterer Punkt ist natürlich, wir haben auch deswegen kleinere Geschäftsstellen geschlossen und konzentrieren das Geschäft auf die größeren Geschäftsstellen. Und da komme ich zum Knackpunkt der nächsten Woche. Nächste Woche werden Renten ausbezahlt. Das ist für uns ein Tag, den wir üblicherweise einen sehr großen Kundenansturm haben. Hier appelliere ich an die Vernunft, nutzen Sie die Zeiträume des ganzen Monats, um Ihr Geld abzuholen, aber kommen Sie nicht alle am 31. März und versuchen da Ihre Rente abzuholen, denn das wird nicht funktionieren. Halten Sie auch da Abstand, einfach im eigenen Interesse. Gesundheit geht vor in diesen Zeiten und dafür sollten wir alle die nötige Geduld auch mitbringen. Und respektieren Sie auch bitte in dem Zusammenhang die Anweisungen unserer Mitarbeiter und bewahren Sie die Ruhe. Vielleicht noch ein Wort allgemein zu unseren Kunden. Die Situation an den Börsen und Märkten ist natürlich schwierig. Das wird der eine oder andere schon festgestellt haben, wenn er in sein Depot schaut. Auch da sind unsere Berater auch in den geschlossenen Geschäftsstellen während der normalen Zeiten erreichbar, telefonisch. Wir rufen auch proaktiv unsere Kunden an und versuchen gemeinsam Lösungen für diese schwierige Situation zu finden. Hier kann ich nur warnen, jetzt in Panik zu verfallen und zu verkaufen, denn das heißt, Verluste zu realisieren. Und wie vergangene Krisen gezeigt haben, kommt nach jeder Krise auch wieder der Aufschwung. Insofern bitte ich auch hier, jeden Vernunft walten zu lassen und Geduld zu haben. Für den einen oder anderen ist vielleicht sogar die Möglichkeit, der gute Nerven hat, ins Geschäft jetzt einzusteigen, weil die Kurse natürlich extrem gefallen sind.